Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Eine Idee war dabei mit, bau das Ding ab und baust da hinten hin. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Machen wir jetzt auch. Damit fangen wir heute direkt mal an. Und dann würde ich noch fast sehr gerne demnächst mal so ein Wärmekraftwerk irgendwo in Betrieb nehmen und auch verwenden. Das heißt, wir müssen quasi unsere Basis an irgendeine Geothermalquelle, zu irgendeiner Geothermalquelle erweitern. Schauen wir mal, zu welcher. So, am besten der nächsten. So, jetzt bauen wir erstmal hier das Kommunikationsrelais wieder hin. Und zwar hierher, finde ich ganz gut. Neue Nachrichten gibt es keine. Schade eigentlich. Aber die Idee ist gut. Passt hier gut hin. So. Dann haben wir außerdem noch ziemlich Kohldampf. Das heißt, wir hauen uns jetzt erstmal hier den Magen voll. Außerdem kam der Vorschlag auf, dass ich meinen Destillanzug mal ausziehen soll und einen Kampfanzug mir gönnen soll. Schauen wir mal, was wir für einen Kampfanzug brauchen würden. Verstärkter Tauchanzug. Strahlenanzug haben wir ja schon. Okay. Den könnten wir eigentlich machen. Allerdings finde ich das mit dem Wasser eigentlich ganz cool. Klar, es spammt mir mein Inventar ein bisschen voll. Andererseits ist mir das eigentlich auch ziemlich Latte. Weil wenn ich es nicht brauche, könnte ich es wegschmeißen. Aber Essen finde ich halt unterwegs immer. Also gerade wenn es ist, könnte ich auch einen rohen Fisch fressen. Aber Trinken ist halt durchaus so ein Problem. So, komm, eine Frucht geht noch. Daher denke ich, lasse ich jetzt meinen Destillanzug eigentlich an. Ich finde den eigentlich ganz nice. So. Wo haben wir die nächste Geothermalquelle? Eine haben wir markiert, die war gar nicht so weit weg. Allerdings glaube ich, ist die fast zu weit weg, als dass ich sie hier gut verwenden kann. Hm. Und wir haben es wieder Nacht. Wie hätte es anders sein sollen? Und hier ist nirgends irgendwo eine Geothermalquelle, die wir... die wir anzapfen könnten, oder? Ich meine, alles, was jetzt hier hinten kommt, das ist halt schon verdammt scheiß weit weg. Ach ja, für die Leute, die es nicht verstanden haben, ich bin jetzt wieder natürlich in meinem Original-Game-Safe drin. Also nicht im dem, wo die Rettungskapseln drin sind, den ich euch im letzten Part mal gezeigt habe. Was mir jetzt gerade einfällt, ist eigentlich ziemlich schwachsinnig, dass ich jetzt so rumcruise. Weil ich behaupte, meine Taschen sind noch voll, wenn ich das vorher richtig gesehen habe. Und das ist jetzt eher unvorteilhaft. Das heißt, wir machen jetzt erstmal unsere Taschen leer. Und bei meinem Glück kann ich das hier nicht, weil die Schränke voll sind. Da könnte ich ja fast wetten. Und nochmal voll dagegen gekracht. Ich habe Talent. Und sind die Taschen voll? Ja, klar sind sie voll. Gut. Alles Absicht. Ich wollte nur, dass Tag kommt. War ja klar. Jetzt ist das... Es ist... So. Jetzt machen wir erstmal das hier. Wieso habe ich jetzt eigentlich auf einmal so viel Titan? Verdammte Scheiße. Hatte ich doch sonst nie. Wollen wir jetzt hier wirklich noch einen Schrank für weiteres Titan machen? Ich brauche nur einen Quarz, gell? Ja. Ja, komm. Ein Quarz. Machen wir hier Wandspind. Wandspind? Irgendwo? Irgendwie? Vielleicht? Ha! Da gehst du hin. Gut, dann haben wir hier halt auch Titan rein. Dann ist halt so. Ich meine mal...
werden wir früher oder später eh wieder brauchen, wenn ich mal wieder auf die grandiose Idee komme, dass ich mir hier massiv Räume bauen will. Das trinken wir jetzt einfach mal. Bevor wir losgehen, hauen wir uns mal was hinter die Ohren. Gut. Ist meine Seemotte auch voll? Nö, die ist nicht voll. Was ist denn mit meinem Medikit passiert? Habe ich das schon abgeliefert? Scheinbar. So. Geothermalquelle. Aber, also erstmal cruisen wir hier aus dem Gestrüpp raus und ich repariere mal das Kackding. Weil es dampft sich hier gerade schon einen ab. Badabam, Laserschneider, Schweißgerät. Und... ja, das Ding hat hier ganz schön einen auf den Sack gekriegt. So, dann haben wir uns die Schubkanone wieder auf den Dreier-Slot. Und dann können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Aber geothermaltechnisch schaut es hier gerade echt schlecht aus. Schauen wir mal in die Richtung. Und wieso zum Teufel ist das Wetter heute so trüb? Das war doch früher nie so trüb. Aber wie gesagt, schaut hier eher schlecht aus. Ich glaube, ich habe hier echt Pech, Leute. Also geothermalquellentechnisch wird das wohl eher nichts. Das schaut wirklich schlecht in dem Fall gerade aus. Da hinten habe ich eine, aber wisst ihr, wie lange ich bis dahin Bauch. Da bin ich ja ewig in 3 Tage beschäftigt, dass ich da eine Base-Verbindung hinkriege. Nee, Leute. Also das geht auf keinen Fall. Habe ich noch irgendwo anders eine Quelle? Rein hypothetisch ist die Base ja jetzt gar nicht so... ja, doch, ist schon ein ganz schönes Stückchen entfernt. Das kann man sich jetzt gut sprechen, wie man will, aber das Ding ist einfach kackweit weg. Nee, schaut aber nicht so aus, als hätte ich in der nächsten Umgebung eine weitere Quelle. Ich höre jetzt ehrlich gesagt auch gerade nichts, was sich quellenartig anhören würde. Nö, das nicht. Schade eigentlich. Das Ding hätte ich sehr gerne gebaut. Aber dieser Bioreaktor, der pisst mich ein bisschen an, dass ich den immer nachfüllen muss. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so den Bock drauf, ehrlich gesagt. Weil die Geothermalquelle, die würde sich halt selbst versorgen, so wie die Solarpaneele. Was ich persönlich geil finde, weil ich bin eine stinkfaule Socke, was das angeht. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt uns hier in der Gegend gut umgeguckt. Ich glaube, es gibt einfach keine hier. Vielleicht hier noch irgendwo. Du schaust doch lochig aus, oder? Nee. Nicht lochig genug. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten in die Richtung noch eine. Ups. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir hier irgendwo noch eine hatten. Aber gut, vielleicht irre ich mich natürlich auch. Ne, offensichtlich irre ich mich. Also hier schaut es nicht so aus, als hätte ich hier noch irgendwo eine. Ich meine, so Löcher im Boden wie bei Geothermalquellen haben wir jetzt schon mehrere, aber nicht tief genug,
nicht nah genug. Was macht man denn da am besten? Auf geothermale Energie scheißen wahrscheinlich. Ah, da bleibt mir wahrscheinlich nicht viel anderes übrig. Gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz in unsere Mainbase. Weil ich würde natürlich gerne in unserer zweiten Andockbucht noch eine Upgrade-Station für den Zyklop bauen. Ich weiß noch nicht mehr auswendig, was ich dafür brauche. Aber die Materialien haben wir, wenn, mit Sicherheit hier. So, was brauchen wir, was brauchen wir, was brauchen wir? Wir brauchen dieses, jenes. Zweimal Titan haben wir. Glas können wir machen und zwei Computerchips. Seht ihr, Computerchips müssen wir hier machen. Weil den Scheiß haben wir drüben auf jeden Fall nicht. Was war das gleich wieder? Ich weiß, ich habe sie schon 100 Millionen Mal gemacht und ich kann es mir einfach nicht merken. Zwei Tischkorallenproben, Silbererz und Quarz. Also. Zweimal dich. Zweimal Quarz. Gut, wir haben hier kein Quarz. Ich glaube, ich habe zwei pro Dingens gebraucht, oder? Yep. Gut. Das heißt, wir brauchen hier nochmal so eine Tischkorallenprobe. Und die holen wir uns hier. Und einmal rein mit uns. Brauchen wir nicht. Brauchen wir. Gut, Quarz haben wir in der anderen Basis. Glas. Können wir es auch drüben machen? Passt. Das heißt, wir brauchen hier jetzt erst einmal nichts mehr. Somit zurück. Irgendwann mal zerlege ich mir meine Seemotte da erneut. Das sehe ich jetzt schon. Wenn es nicht mit den Pilzen ist, dann cruise ich irgendwo volle Lotte dagegen und das Ding fliegt mir wieder um die Ohren. Da bin ich mir fast sicher. Okay. Wir brauchen jetzt hier erst einmal Glas. Blablab, bam, bam. Das heißt, zwei und nochmal zwei. Grundmaterialien, Glas. Und erweitert ein Computerchip und zwei Computerchips. Und jetzt sollte ich das Kackding doch... Ach ja, genau. Zweimal Titan noch. Gut. Jetzt sollte es doch gehen, oder? Schaut gut aus. Dann stellen wir uns das Ding uns doch hier irgendwo hin. Was passiert wohl mit meiner Lampe, wenn ich das Teil jetzt da hinstelle? Wehe, ich verliere die. Dann kriege ich echt das Kotzen. So. Bei meinem Glück verliere ich das Teil jetzt. Nö. Nimm alles zurück. Nee, gefällt mir eigentlich nicht. Ein schönes Gelb wird mir eigentlich ganz gut gefallen. Oder rosa. Ja, nee, rosa lassen wir jetzt doch mal lieber. Ah, hier gelb, sowas, so gelb, so gelb-grün. Ist doch eigentlich ganz nice, oder? Was ist das hier? Ja, das können wir so lassen.
Oh ja, Leute. Oh ja. Wahrscheinlich eine total bescheuerte Idee, weil ich das Ding in der Dunkelheit nie wieder finden werde. Aber, was haben wir hier? Was ist denn jetzt noch weiß bei dir? Irgendwas ist ja noch weiß. Ich kann gerade nicht lesen, was da steht. Gut, machen wir dich erstmal schwarz. Interior, okay. Ja, machen wir auch schwarz, klar. Oh ja, Leute, das schaut doch mal richtig, richtig geil aus, oder? Jetzt gehen wir dem... Der Beschriftung, dem müssten wir doch auch noch eine Farbe geben können, oder? Name. Ernsthaft? Da kann ich nur zwischen... Was habe ich hier? Oh! Oh ja. Cool. Hier auch mal intensiver. Okay, jetzt schaut das Ding ein bisschen aus wie eine Biene, aber das ist mir eigentlich wurscht. Name. Ich glaube, der würde in Rot eigentlich ganz cool ausschauen. Jupp, gefällt mir. Schaut jetzt echt ein bisschen aus wie eine Biene. Aber schaut eigentlich ganz nett aus, oder? Was meint ihr? Was haltet ihr von meinem neuen Design? Cool, gefällt mir. Wie schaut es von innen aus? Ja, auch schön schwarz. Alles hier in Sportleder. Und in ich kann durchfallen. Kann ja mal passieren, klar. Waren sehr ätzende Lacke und daher ist einfach jetzt ein Boden im Loch drin. Kann passieren, kann passieren auf jeden Fall, Leute. Also, so, cool, gefällt mir. Okay, was haben wir hier noch? Das Torpedosystem. Das Ding wird mich ja tatsächlich auch noch jucken. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Weil Torpedos habe ich irgendwo ganz dick produziert, aber noch nie ein Torpedosystem gebaut. Wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Könnte man echt machen, Leute. Magnetide und ein Computerchip. Das könnten wir jetzt echt machen. Um uns hier ein bisschen Quarz. Oh, ich bin schon gespannt auf unseren Flitzer. Okay, ich bin mit den Farben nicht hundertprozentig sicher. Es schaut fast auch ein bisschen nach einem Straßenbauamt-Fahrzeug aus. Ich könnte es orange machen, dann wäre es Müll. Müllfahrzeug. Wobei schwarz mir doch immer besser gefällt eigentlich als so ein Kackgrau. Mit dem Gelb bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Weil es halt echt ein bisschen ausschaut wie eine dicke Biene. So, wir wollten aber einen Computerchip. So, das heißt, zweimal dich. Einmal dich. Und einen Computerchip und Magnetit, glaube ich, habe ich noch gebraucht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe ich Magnetit schon extra Dingens gegönnt oder ist immer noch hier ein Spezial drin? Immer noch ein Spezial drin. Das können wir jetzt auch gleich hier produzieren, würde ich sagen. Torpedosystem. Okay, das ist jetzt kleiner als gedacht. Das Torpedosystem. Und apropos Torpedosystem. Torpedo. Da könnten wir uns jetzt gleich mal welche mitnehmen. Ach nee, komm schon. Wie oft kann ich denn da runterfallen? In einem Part. So, was brauchen wir jetzt hier am wenigsten? Würde ich sagen, nehmen wir das hier raus.
packen das Dingens hier rein. Und wo packe ich jetzt hier die Torpedos rein? Nee. Mal ernsthaft. Torpedos? Ja gut, dann gehen wir mal raus. Aber scheinbar kann ich das Ding hier nicht bewaffnen. Ah. Okay. Okay. Cool. Gehen wir nochmal an Bord. Nehmen uns die anderen Torpedos auch noch gleich mit. Dann können wir damit noch ein bisschen testen. Torpedos, Torpedos, Torpedos. Ach komm schon, den einen hätte ich jetzt auch gleich direkt im Schiff lassen können. Meine Herren. So. Du und du und du. Ja, und du kommst jetzt auch rein. Dich trinken wir. Bisschen was noch essen hier. Wir haben wieder Kohldampf. Der Kerl, der hat schon verdammt viel Kohldampf, muss ich sagen. Also dafür, dass du auf irgendeinem Planeten gestrandet bist, hat sich dein Körper überhaupt nicht an wenig Essen angepasst. Okay, und jetzt würde ich fast sagen, hört sich doch schon mal ganz gut an. Und jetzt würde ich gerne irgendwas jagen. Das machen wir jetzt noch schnell in dem Part. Ja, dich jage ich jetzt nicht. Also du bist mir... Aha. Okay, was passiert denn, wenn ich da rein cruise? Gar nichts. Aber wieso habe ich das Ding denn jetzt hier weggeschossen? Ist das Sinn und Zweck des Dingens? Jetzt komm schon. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Okay, ich muss sagen, das ist keine gute Idee, dass ich das Viech in die Richtung schieße. Ja, die Richtung gefällt mir besser. Eigentlich ganz cool. Eigentlich ganz cool. Ich habe mir das jetzt zwar ein bisschen anders vorgestellt, irgendwie torpedohaftiger und weniger, ich schieße die Viecher durch die Gegend. Aber kann man so machen. Kann man auf jeden Fall so machen. Cool, meine Freunde, haben wir die Torpedos auch noch gesehen. So, reicht auch wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.